Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Bevor wir mit der Serie anfangen, habe ich noch was Gutes getan und bin nach Sonderweg gegangen und habe einen kleinen Jungen überrascht. Das zeige ich euch jetzt mal. Ja, genau. Ich bin genau zugehört, was Vater sagt. Ja? Kleiner Mann, alles gut? Ja, gar nicht mehr. Herrlich. Unbezahlbar. Hallo. Und, freust du dich? Hallo. Und, freust du dich? Ja. Ja? Schön. Wow. Ich hab dir auch noch was Schönes mitgebracht. Junge, das ist ja gerade oder was? Wow. Wie geil. Perfekt. Wow. Zieh mal die Brille aus. Kommt schon die Tränen oder? Ja, ein bisschen. Das ist an der Hand dran. Schön. Ist ja alles gut. Passt so. Super. Wow. Das war geil. Ja? Ja. Das ist eine geile Idee gewesen. Ja, ne? Also ohne Scheiß. Das haben wir nämlich geplant. Deswegen habe ich dich jetzt abgelenkt mit dem Quatsch da. Mit dem Quatsch da. Jetzt bist du platt, ne? Also, wir haben eine coole Cappy an. Ja, ne? Du musst die hier tragen. Limitiert sogar mit Unterschrift. Ja, genau, die ist limitiert. Da ist die Unterschrift drauf. Geil. Jetzt bist du platt. Ja. Siehst du? Was letztes Mal in Westerort steht nicht geklappt hat. Warum ist das hier? Eben. Das am letzten Urlaubstag. Wow. Ja. Ja, es ist dein Traum in Erfüllung gegangen, ne? Mhm. Was er immer geschwärmt hat. Jeden Sonntag. Ich muss erst mal Dennis gucken. Und Hauptsache Dennis. Da habe ich immer zu ihm gesagt, achte darauf, wie Dennis die Route hält. Guck, was er genau mit der Route macht, mit der Route arbeitet. Und das setzt er auch immer schön um, denn. Ja, komm, hau raus, jetzt ist er hier. Jetzt kannst du alles mit genau. Dir machen, was du willst. Jetzt kannst du Dennis Fragen stellen. Ja. Oh. Komplett überfordert. Oh. Oh. Immer diese Väter, ne? Mit ihren doofen Ideen. Das hat jetzt schon gelohnt. Das hat ja. Wollte ich gerade sagen. Das hat sich jetzt schon voll gelohnt. Jetzt bist du platt, ne? Und jetzt? Angel in die Hand und gib ihm. Genau. Attacke. Zeig mal Dennis, wie gut du jetzt schon werfen kannst. Das hast du ihm gerade bei Ende gegeben. Ich wollte meinen Daumen gar nicht drauf. Ja, genau. Ich habe die Hand gesehen und gesagt, nein, das kannst du nicht machen. Das ist nicht mit dem Daumen oben drauf. Nee, uns hat sie komplett erwischt. Und die folgenden Szenen lassen wir dann mal komplett für Linus alleine. Wir haben ein bisschen noch gefischt, beziehungsweise ich habe ihm ein, zwei Tricks verraten. Und jetzt starten wir die Dänemark-Serie in Klittens. Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute Morgen 8 Uhr bei strahlendem Sonnenschein. Da hinten seht ihr es direkt am Fjord von Rikøbing. Fangen wir die ganze Dänemark-Serie an in Klittens. Da vorne haben wir die beiden Jungs schon umgezogen. In Rot Dennis Büse. Der andere daneben ist der verrückte Gogolin. Und jetzt werden wir eine Runde Spaß haben. Wir nehmen euch mit auf diese Dänemark-Tour wieder und hoffen, dass wir ein paar Fische fangen. Und so ein, zwei Challenges haben wir, glaube ich, auch zu erfüllen. Ne? Viel Spaß dabei. Hier haben wir den Ausnahmebereich. Eigentlich perfekt. Hab fließendes Wasser. Löffel bietet er auch mit an. Da hinten nochmal. Da habt ihr die Reste. Da ist der Büse. Morgen. Der will uns ja diesmal platt machen, hat er gesagt. Chaka, du schaffst das. Mach was selber für uns zwei? Ja, wir haben jetzt noch 3 Stunden. Ja.
Da seht ihr, was er besetzt hat. Von daher schauen wir mal, was geht. Ne? Hier haben wir aber die Riegel und da sind die Preise. So, was fangen wir denn an? Nehmen wir Brackwasser, also brauchen wir irgendwas Schockiges. Ich anfange. Der hängt hier mit Hypnostick an. Und ich, schön orange-gelb, DDG2. Den habe ich bei der letzten Tour nämlich hier verloren. Da ist meine Acht gegangen, der Ring. Oh. Nehmen wir Anton Donau, schöne Schockfarbe. Wir haben es ja noch relativ früh. 8 Uhr. Starten wir das Ganze. So, einmal ein paar Details zu Klittens. Wenn ihr auf Klittens zufahrt, im Endeffekt auf die Seen, habt ihr im vorderen Teil einen kleineren Teil, der richtig windgeschützt ist. Der hintere Teil, beziehungsweise der rechte Teil, wenn ihr auf diese Seen zukommt, ist nicht windgeschützt. Wie ihr hier seht, der Wind fängt langsam an zu pusten. Das ist aber nur das Vorbote zu dem, was da noch kommt. Klittens wird gespeist mit dem Wasser von dem Fjord. Das heißt, wir haben hier Brackwasser, das relativ trüb ist. Deswegen empfehle ich persönlich sehr schockige Farben, dass der Fisch den Köder auch richtig wahrnehmen kann. Außerdem müsstet ihr bei den Klittens eine Sache beachten. Befischt den Rand. Kann ich euch nur empfehlen. Wir haben die meisten Bisse genau vor der Krautkante gekriegt. Deswegen habe ich nachher auch etwas ausprobiert. Aber dazu mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ganz wichtig. So entschieden, rechts rum zu gehen, weil da der Wind teilweise raufdrückte, beziehungsweise hinten das Endstück mit zu befischen. Wir dachten, da sitzt keiner, aber da saß ein etwas älterer Herr mit seiner Dame. Die Dame saß hinten in der Ecke. Gut, das konnten wir von draußen nicht sehen. Alles gut, alles schön. Wir haben uns dann am Ende rechts von dem Herrn hingestellt und haben von da aus gefischt und haben den Wind im Prinzip im Rücken gehabt, ausgeworfen und haben versucht, diagonal zum Wind die Schnur einzuholen, so dass wir keine Böen in die Schnur reinbekommen und den Spoon sauber führen können und trotzdem den Fisch da erwischt haben, wo er stehen müsste, genau im Wind drinne. Hier haben wir jetzt Marcells Kamera, der ist jetzt auf der gegenüberliegenden Seite. Ich stehe rechts von ihm, links von ihm steht der etwas weiter her. Jetzt werfen wir hinten links in die Ecke rein und versuchen uns von da aus den Fisch hier rüber zu holen. Spoon ran. Ganz nah am Ufer. Deswegen habe ich gerade schon überlegt mit Gummi. Ja. Ja. Kescher. Genau, danke. MA08. Aber der hat ziemlich weit draußen gebissen, tatsächlich. Also erst ein kleiner Ruck und dann nochmal hinterher. Kämpfen tut er gut. Kämpfen tut er gut.
Ich will nur ins Kraut rein. Nur ins Kraut. So, Auftakt ist gemacht. Der erste hat sich entschneidert. Für diese Dänemark-Serie mal gucken, ob Dennis Büse und ich noch nachziehen können. Ja, und schon draußen der Spun. Aber am Ufer hast du es gesehen? Die sitzen hier am Ufer. Ich glaube, hier sollten wir noch länger bleiben. So. MA 08. 2,5 Gramm. Und guckt euch diesen schönen Fisch an. Richtig schön blank. Richtige blankes Vieh. Schön schlank, kampfstark. Herrlich, das ist ein Start. So, jetzt habe ich das. Gar nichts, null. Danke auch. Okay, Fisch steht relativ dicht am Rand. Dann probieren wir mal was aus. Poppla poppa. 30 cm Vorfach. Barakko drauf. Und dann lassen wir mal tanzen durch die Wellen. Weil dann fliegt der Barakko richtig schön hoch und runter unten. Und mal gucken, ob diese Idee jetzt funktioniert. Deswegen wollte ich das unbedingt ausprobieren. Ich habe einen Schnurrbogen drin, wo der Wind reindrückt. Ja. Jetzt habe ich mir das helle Loch Netz auch gedacht, mit der Wasserkugel im Powerway. Richtig, genau. Und da geht ja immer was, da fangen wir immer da in der Mitte. Und so, das Spiel spiele ich jetzt erstmal bis nach da hinten. Leider hat diese Methode nicht funktioniert bis da hinten. War aber nicht schlecht. Hätte ja gut funktionieren können, dadurch, dass sie am Rand stehen und somit einen langsam präsentierten Köder haben. Also wechseln wir das Ganze wieder auf Spoon. Bevor wir uns jetzt gleich einen Spoon drauf machen, Sollen wir eine Bremse kreischen. Von Dennis Büse. Abgegangen. Zeig meine Kamera. Und schön. Was ist das denn? Einmal komplett durchgestochen. Ja. Schöner Fisch. Hypnostick. Sehr schön. Schön entschneidert. Ja, krass. Geil. Alter, der Hypnostick ist in der vollen Breite durch die Lippe durch. So, jetzt wird es aber auch langsam Zeit für mich, endlich einen Fisch zu fangen. Jetzt ein Bragi drauf, Fisch ihn relativ weit oben und bin natürlich immer sehr angespannt, wenn das vorne in den letzten Drittel geht. Zum einfachen Grund, da haben wir die meisten Bisse gekriegt, viele nicht verwerten können, weil man auch zwischendurch denkt, okay, das ist Kraut oder nicht Kraut. Aber erste Anlage zu schneidern ist bestimmt kein schöner Start für Dänemark. Warten wir es ab. Genau. Aber sobald er im Kescher war, hat er die Spannung weg, war sofort der Haken raus.
Keine Ahnung. Ganz ehrlich, juckt mich auch nicht. Wir müssen nicht kochen. Oder? Und nicht sauber machen. Oh, habe ich mich heute Morgen gleich fast verplappert? Soll ich keschern? Nur zur Info, Gogo hat eine Warthose an, mit Wartschuhen. Sollte immer einer dabei haben, wenn ihr auf dieser Seite angelt, um den Fisch vernünftig zu landen, oder ihr habt einen richtig langen Kescher dabei. Erst im dritten Mal hat sie einen Bragi genommen. Bragi? Bragi. Bragi. Aber auch ganz vorne. Aber auch Kraft hier, ne? Wir haben richtig Kraft. Alter Schwede. Läuft. Ganz vergessen, meine Sonnenbrille aufzusetzen. Alter, ich kann nicht ran. Ja, ist gut. Jetzt schon wieder da unten durch. Strike. Entschneidert. Auf Kollege Bragi. Habe ich den Fisch eigentlich? Nein, haben wir nicht. Machen wir nachher nochmal. Ne? Erster Fisch 2023 Dänemark Tour 1.0 auf dem Bragi. Richtig schönes Ding. So, alle drei entschneidert. Perfekt für die erste Anlage. Gogo versucht jetzt hier nochmal was mit dem Hypnostick. Mit dem, wo er schon relativ viel gefangen hat in der letzten Dänemark-Serie, wo wir bei Silkeburg oben waren. Und mal schauen, ob wir hier nochmal einen schönen Fisch gleich zu sehen kriegen. Wer gespannt ist, wie es weitergeht in Dänemark, nicht vergessen, wenn ihr es nicht schon getan habt, mir ein kostenloses Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren. So verpasst ihr keine weiteren Videos. Ansonsten könnt ihr gerne mal unter www.fishingman-dennis.de schauen. Dort bekommt ihr alle Köder aus diesem Video. Ein Hypnostick. Zweiter Wurf, dritter. Alter, ein Schwein ist das. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass der übelst. Oh. Hast du Warthose an? Kannst gleich ein paar Schritte reingehen. Bei dem ziehe ich nicht durchs Kraut. Am besten hier rechts. Thank you.
Boah. Da war noch eine. Ja, richtig viele. Wow! Ey, da halt deine. Ja. Und ab. Alter, der war das ein Einschlag, Alter. Mit Hypnostick im Maul natürlich. Alter, ist das ein Vieh. Geil. Guck dir das an, ey. Komplett heile. Gib mal den Stick her. Jo. Kommt jetzt wieder in den Mund, so wie er da drin hing. Da oben, siehst du? Da. Siehst du die Stelle? Ja. Da unten hing er drin. So, wer macht Foto? So, das soll es gewesen sein. Erste Landanlage ist durch. Wir waren jetzt hier in Klettens, haben hier 3 Stunden gefischt. Ich habe eine, Dennis Büser hat eine. Und da kommt der Herr, der einmal kurz abgeräumt hat heute. Mit 2 schönen großen. Nee, mit einer großen und einer kleinen, ne? Eine große, ich schätze mal, ja, 3,5 Kilo wird die haben, denke ich. Oder eine auf Hypnostick. Und eine auf den MA08. Ich habe mal einen schön auf dem Bragi gefangen. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wissen wir noch nicht ganz genau. Wir gucken jetzt mal im Fjord hoch, welche Anlagen da noch so schön kommen. Ne? Und dann schauen wir mal, was passiert. Ne? Euch wünsche ich viel Spaß. Ansonsten wünsche ich euch dickes Petri, dicke Fische. Euer Fischingmann Dennis. Bis nächste Woche Sonntag, 12 Uhr. Da kommt das nächste Video. Wenn wir dann weiterhin Fische fangen. Ciao. Zur Info, nur so zur Info. Gogo hatte wieder eine scheiß Idee. Und ich sage auch noch vorher, ja, ich Vollpfosten. Ich zeige euch was.